Kirby, Kirby, er ist wieder da. Kirby, 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 er ist heute der Star. Er hat viel mehr drauf, als ihr vielleicht glaubt. Kirby, Kirby, Kirby ist da. Es kommt zurück zu dir, ja. Es kommt zurück zu dir, ja. Gib ihm das, was du hast, und dann hast du's geschafft. Er gibt dir ganz bestimmt zurück, yeah. Kann ich Ihnen helfen gegen DDD? Ich brauche ein Monster, das mir hilft gegen diesen Kirby. Das machen wir klar hier bei NME. Aber mit Geld zurück, Garantie, okay? Gib dir das, was du magst. Er ist vielleicht klein, doch manchmal trügt der Schein. Kirby! Kirby! Oh, Kirby! 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 Kirby ist da! Es kommt zurück! Ja! Zeetown, ha? Es ist groß, fett und eklig und frisst alles, was sich ihm in den Weg stellt. Du meinst King DDD? Es gibt hier keine Monster. Haut ab, damit unser König sein Abendessen in Frieden beenden kann. Augenblick mal, Eskagon. Nicht so schnell. Woher wissen wir, dass du uns nicht anlügst? Genau wie sonst immer. Befleißigt euch eines anderen Tons, ja? Eure Eltern sollten euch den Hintern versohlen. Papa, hier geht etwas Merkwürdiges vor. Du könntest glatt recht haben. Ein Monster würde zu King DDD passen, Tipp. Also steckt er dahinter. Wie kann es ein Hofangestellter wagen, den König zu bezichtigen? Wollen wir ihn 2 Wochen im Hotel zur nie aufgehenden Sonne verpassen? Ein Monster, ja? Sieht euer Monster rein zufällig so aus? Das ist es, ja, ja! Ja, nur 100 Mal größer! Das ist kein Monster, das ist mein neues Haustier, ein Oktopus. Und er frisst sowieso viel lieber Sardinen. Mir würde sowieso keiner Fliege was zu Leide tun. Es sei denn, sie hat das überaus blöde Pech, an einem Angelhaken zu hängen. Der König hat recht. Und jetzt wieder zurück mit euch in die Slums. Der König möchte sein Abendessen beenden. Verschwindet, sag ich, hepp ho! Sagt mir, Einwohner von Dreamland, zu welchem Zweck befragt ihr mich? Wir bitten dich um dein Wissen und deine Weisheit, Kabu. In den letzten 3 Nächten hat ein riesiges Monster unsere Schafe gestohlen. Und damit bringt es mich um einen Schönheitsschlaf. Der König sagt, er habe damit nichts zu tun. Ich glaube ihm keinen Ton. Sag uns, was los ist, Kabu. Sag uns, wo das Monster ist und wie wir es schnellstens wieder loswerden können. Das Monster ist hier. Und ganz Dreamland schwebt in großer Gefahr. Wieso ist es hierher gekommen? Es wurde von eurem König, King Dedede, herbeigerufen. Hey, Krönchen, das plappernde Bügelbrett blickt voll durch. Diese Holzwurmhalde? Das Monster wurde von jemandem erschaffen, der noch mächtiger ist als euer König. Die würde ich beide gern einlochen. Kann man es irgendwie aufhalten? Niemals, keine Chance, geht heim. Oh mein Gott! Was ich will meine Waffe. Ich bin verloren! Dann geht Dreamland unter und es ist kein Retter in Sicht! Nun, wenn du so fragst, doch. Ein Sternenkrieger, der durch den Weltraum reist. Sein Name ist Kirby. Ah, Kirby. Yay, Kirby! Der sieht bestimmt süß aus. Dem Volk keine Hoffnung. Es gibt überhaupt kein Kirby. Genau, du hast doch nur Sägemehl im Hirn. Kabu kann in die Zukunft sehen. Ah,
dann sag doch mal voraus, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Ich sage voraus, dass du ihn nicht drücken wirst. Hey, Eskabun, hast du das gehört? Da hat sich gerade jemand furchtbar geirrt. Außerirdischer Eindringling. Zück gleich mal den Hammer. Halt nicht, ihr sollt erst mal fragen. Hey, bist du ein Außerirdischer? Ja. Das wäre jetzt ein echter Zufall. Aber sag mal, ist dein Name vielleicht Kirby? Oh, Kirby, Kirby. Das ist Kirby? Der Sternenkrieger. Er ist so pink. Krieger oder nicht, trete zurück. Der Junge kriegt jetzt einen Freiflug. Nein, bitte nicht. Und war das wirklich nötig? Vermutlich hat der Kleine jetzt ein blaues Auge. Der König hat ein öffentliches Ärgernis beseitigt. Wahrscheinlich war Kirby das Monster, das eure Schafe geschluckt hat. Vielleicht kann man das Auge ja überschminken. Ich geh nachsehen. Ich auch. Auf Nimmerwiedersehen. Kirby, du musst durchhalten. Wir kommen runter und retten dir das Leben. Gerettet. Kein Monster würde so etwas machen. Sehe ich auch so. Aber ein Sternenkrieger vielleicht. Nein, nein, das kann gar nicht sein. Denn Krieger sind groß und stark und nicht pink und putzig. Hey, Kirby, wo gehst du hin? Kirby, warte doch mal. Bleib stehen. Er versteht dich nicht. Lass ihn nicht entkommen, Fololo. Ein toller Krieger.